Was ist eigentlich der Expressionismus? Was bedeutet der Expressionismus? Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet die Kunst, sich auszudrücken oder einfach Ausdruckskunst. Um was geht es? Der Expressionismus wendet sich stark subjektiven und gesellschaftlichen Themen zu. Schlagworte wie Großstadt, Industrialisierung, Entfremdung, Reizüberflutung und Existenzialismus beschreiben die Orientierungslosigkeit des Einzelnen, der sich in einer zunehmend technisierten Welt zurechtfinden muss. Der Frühexpressionismus sehnte den Krieg förmlich herbei. Geradezu euphorisch erwartete man mit Kriegseinbruch das Ende der grausamen Welt. Die Ernüchterung folgte bald. Es gibt sprachliche Auffälligkeiten. Die Literatur wird zu einem Experimentierfeld, wirkt oft kalt, direkt, strukturarm, fremd und vermittelt auf diese Art das Gefühl einer Ernüchterung. Während das eine, die Stadt, wächst, geht das andere, das Subjekt, zunehmend unter. Die Aufgabe der Sprache liegt darin, diese Diskrepanz deutlich zu machen. Sie bricht meistens mit den Mustern, mit den Regeln, um sich von der Enge zu lösen. Häufig wird der Leser mit einem parataktischen Sprachmuster konfrontiert. Die Einheit zerfällt in skizzenhafte Einzelbilder. Das Schöne stirbt im Kranken, Abstoßenden, Ekligen. Eine Ästhetik des Hässlichen beschäftigt sich mit Verfall und Tod, den Folgen einer kaputten Gesellschaft. Der Mensch versus Maschinen, Technik. Je größer die Städte werden, desto mehr geht der Einzelne in ihnen unter. Dem Subjekt droht die Enthumanisierung in Anbetracht der stetig wachsenden Industrialisierung. Das Individuum wird, einem Käfer gleich, zerdrückt. Die Gesellschaft befindet sich im Wandel. Sie entwickelt sich in eine Richtung, in der Moral nur noch ein Wort, keine Empfindung mehr zu sein scheint. Die jungen Expressionisten sehen in der Zukunft das Chaos und zeichnen in ihren Werken ein düsteres Bild von einem Weltende. Man stellt sich die Frage, verstaubt, vorbei, vergessen oder doch hochaktuell? Gerade durch die Thematisierung einer solchen Problematik, bei der auf der einen Seite das einzelne, für sich stehende Individuum und auf der anderen die Technisierung, Industrie steht, ist der Expressionismus als Gattung nach wie vor hochaktuell. Es ist auch heute noch der Einzelne, dessen Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt und wegrationalisiert wird. Es ist der Einzelne, der Mensch, das Individuum, das ersetzbar, austauschbar für den Betrieb ist. Er ist verloren, ängstlich, abhängig und wird zunehmend durch seine Umwelt entmenschlicht. Die bekanntesten Vertreter des Expressionismus: Georg Heim, Gottfried Benn, Georg Trakl. Bei Georg Heim heißt es: Wie Aderwerk gehen Straßen durch die Stadt, unzählig Menschen schwemmen aus und ein, und ewig stumpfer Ton von stumpfem Sein, eintönig kommt heraus in Stille matt. Wer mehr über das Thema wissen möchte, hier ein paar Links.